Hallo und herzlich willkommen zu den Sims 2. Ja, ich bin wieder einmal den Schönsichtigen und bin hier bei René Rosengarten und seiner Familie. Wir haben gerade Donnerstag 1.12 Uhr. Wir haben gerade quasi den Geburtstag von der Pia gehabt und jetzt ist Nacht. Die beiden schlafen hier zusammen, ganz süß schlafen sie. Die jüngste Tochter, Roxanne, war eigentlich schläft, glaube ich, nicht so wirklich, oder? Zumindest meistens, wenn die schlafen, machen sie doch kurz. Wobei, sie sieht irgendwie doch schlafend aus. Ronja ist noch fit und noch wach. Die macht hier oben Musik. ja, die hat irgendwie den Tag über ja, sehr viel geschlafen und unsere Pia, unser Geburtstagskind, die schläft gerade auch noch. Ich habe auch noch ihr Zimmer ein kleines bisschen verändert. Also sie hat jetzt eine neue Tapete, neuen Teppich und halt hier auch, das ist neu. Das ist so neu von der Farbe her. Was ich bei ihr nochmal gucken möchte, ist eigentlich mal so die Frisur. Das werde ich bei ihr, sobald sie jetzt gleich wach ist, mal schauen. Und eigentlich könnten wir sie doch eigentlich mal gerade aufwecken, ne? Hier das Leeren, Benutzen, Säubern und dann im Aussehen ändern. Moment, da ist es. Nicht für Ronja, sondern für sie selber. Genau, die anderen, die schlafen, glaube ich, alle noch. Ich weiß gar nicht, die Eltern. Ach, ne? René könnte bald wach sein. Was hat sie denn an? Ein Bademantel. Ach, ist ja auch ganz schön. Bademantel und diese Latschen hier. Meine Güte. Aber die Frisur zum Beispiel finde ich irgendwie total furchtbar. Ich weiß auch nicht. Ja, die gefällt mir nicht. So, René kann sich mal was... Warte mal, der macht mal das hier. Was? Nee. Ja, du kannst dir was aus dem Kühlschrank einfach mal holen unten. Genau. Ups, so. Und die Sanduhr. So. Ja, sie sieht hier sehr, sehr blass aus und so. So, okay, ich gucke mal. Ich denke, wir werden sie mal ein bisschen fescher. Sie ist immerhin jetzt Teenie geworden. Machen wir dir mal einen Kurzhaarschnitt. Ach nee, das steht ihr nicht, finde ich. Sowas in der Richtung. Sowas. Die finde ich ja irgendwie echt grauselig. Ich glaube, ich habe von meinen Sims jetzt vielleicht einer mal die Frisur gegeben. Also die finde ich echt grauselig. Die hier kriegen sie immer nur, wenn sie Sport machen. Also ich nehme echt immer die gleichen. Das sollte ich mich vielleicht doch mal abgewöhnen. So auf die Art, dass die ihm vielleicht mal... Den finde ich eigentlich ganz hübsch. Kriegt sie echt keine von den neuen Frisuren? Das hier ist doch süß. Das erinnert mich so an Cassandra. Das hier aber, das steht ihr ja irgendwie gar nicht, ja? Die hier? Die hat irgendwie was für sie, muss ich gestehen. Die hier. Da hat sie gleich hellere Haare. Ich weiß auch nicht. Der Knoten, das sieht ihr hier auch nicht schlecht aus. Die finde ich ja eigentlich immer schon sehr hübsch. Aber ich möchte nicht zu vielen die Frisur geben. Ich weiß wirklich nicht so genau. Ganz kurze Haare. Dann diese komischen Haare. Okay, bei was habe ich denn jetzt? Ja, ganz hübsch gesagt. Das war eigentlich die Frisur. Dann gebe ich ihr die mal. Genau, das können wir super lassen. Warte mal, wo habe ich denn jetzt die Frisur da? Dann aber auch nachts diese Frisur. Da und... Badekleidung. Ja, da können wir sie nach oben machen. Das ist gut. Habe ich ihr das schon mal gegeben? Naja gut, Sportkleidung. Meinetwegen können wir es auch lassen. Und das hier können wir auch lassen. Jawohl. Ohrringe. Ist doch super, dass wir welche haben. Können wir gerne geben.
auch was um den Hals. Sehr schön. So, und dann noch ein bisschen Make-up. Make-up muss jetzt so für ihr Alter. Das Rouge finde ich echt immer irgendwie grauselig. Guck mal, jetzt ist sie total blass im Gesicht. Es ist echt grauselig. Das hier. Noch ein bisschen stärker? Nee, braucht sie nicht. Aber ein bisschen Rouge. Nein, also Lidschatten. Welche Farbe besteht ihr denn so? Eigentlich so ein bisschen was Dunkles, was so zu den... Sowas in die Richtung. Ein Teenie mit solchen... Oh Gott. Ich glaube irgendwie gerade keine Ahnung. Das hat ihr dann doch am besten gestanden. Und hier was... Ach, was hat die denn für eine Oberlippe? Ist ja furchtbar. Eieiei. Von wem hast du denn die geerbt? Eieiei. Ich wollte dir gerade irgendwas Knalliges, aber das sieht ja furchtbar aus. Sowas echt, das sieht... Nehmen wir das hier, das geht gerade noch so. Wollte ich dir mal eine Brille geben? Nö, dann käme jetzt alles wieder blöd. Wobei die ja irgendwie süß aussieht, aber nee, Quatsch. Mache ich bei dir jetzt nicht, oder? Oder doch? Nee. Okay. Dann gehe ich mal gerade noch mal zu ihr hoch. Ich weiß auch nicht, noch nicht so genau, ob ich mit dem so zufrieden bin. Outfit zusammenstellen. Nein, jetzt nicht runtergehen. Komm wieder hoch, Pia. Ich weiß jetzt echt nicht, ob ich so zufrieden bin. Irgendwie sah sie vorher hübscher aus. Naja, mal gucken. Och, das möchte ich ihr aber so nicht anziehen. So ein Mist. Wir müssten einkaufen gehen. Okay, dann nicht. Ich muss aber jetzt echt ganz echt nochmal gestehen. Oh, was muss das? Macht ihr? So, warte mal, die muss auf die Toilette. Ja, die geht schon alle. Oh. Jetzt tut sie sich nur. Aussehen ändern wollte ich nochmal nicht überprüfen. Ich wollte mal gerade noch ein was gucken, nämlich ob die ja solche Haare, solche außergewöhnlichen hier, ob die dir vielleicht stehen. Beziehungsweise ob ich dir sowas geben soll. Die hier sind doch irgendwie was, oder? Jetzt kriegt sie die gleich überall. Ja, klar. Na gut, das... ja, warum eigentlich nicht? Komm, ich lasse jetzt das. Und was ich echt... ihre Lippen, die sieht so aus, als ob sie sich ständig auf die Oberlippe beißt, ja? Das ist ja echt furchtbar. Ich... Nee, du Mädchen, dir steht absolut kein Lippenstift und deswegen... Weg mit dem Lippenstift. So. Ja, jetzt zumindest einigermaßen. Oh mein Gott. So, und jetzt geh auch mal nochmal runter und isst du auch noch was? Ich glaube, der Papa nimmt gerade klar die letzte Portion, beziehungsweise ist ja nicht ihr Vater, aber... So, die Ronja, die muss mal gerade auf Toilette und dann könnte sie noch ein bisschen was spielen. Was Logisches. So, hier. Ach, das hier. Spielen. Und Jessica ist immer noch müde. Und während René jetzt endlich was isst. Was mampft quasi. Hey, Mahlzeit. Ja, er hat sich jetzt auch ganz gut mit seiner Ziehtochter quasi Pia angefreundet. Unser. Jetzt räumen wir halt mal auf. Nein, nein, nein. Lass mal dieses Mädchen in Ruhe.
hatte ich mich ja noch ein bisschen bemüht, dass die zwei sich jetzt mal ganz gut verstehen. Irgendwie gefällt mir so die Atmosphäre hier in der Küche. Ich muss echt gestehen. Auch so gerade dieses Nacht draußen. Und es wirkt so hell und freundlich hier. Ich weiß auch nicht. Was macht denn das Baby auf dem Boden? Spielen, knuddeln. Er hat noch nicht Erziehung gelernt, so was Doofes. Rap? Nö. Ach Gott, naja, egal. Genau, räum du mal deinen Teller noch auf. Oh, Jessica müsste theoretisch... Komm, räum den abspülen, dann hier auch noch auf Toilette gehen. Und dann müsstest du mal echt Hausaufgaben machen, egal, dass dein Spaßlevel so tief ist. Aber mach. Oh Gott, das will. So, René, ja, du bringst mal da oben die Ronja da noch ins Bett. Ronja, hör mal auf zu spielen. Dann machst du noch hier das Wegwerfen. Was macht er denn hier unten die ganze Zeit? Und die Jessica, ja, hallo, du kannst mal aufwachen. Ja, die wird heute nicht arbeiten gehen, ganz klar, weil ihr Lebensziel ist ja sowieso eine Goldhochzeit machen und die muss sich um ihre beiden jüngsten Quid-Kids kümmern. Und von daher, wir haben ja noch 9 Urlaubstage, von daher nehmen wir den Urlaubstag, würde ich jetzt mal so behaupten. Jetzt komm, leg du mal die Roxanne ins Bett. So. Leg die Roxanne ins Bett. Meine Güte. Wenn sie nicht immer alle auf mich hören hier. Was machst du? Nein, 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 nein. Du bleibst hier. Bring mal deine Ronja ins Bett. Und dann kannst du hier oben das wegwerfen. Und dann kannst du nach unten. Und kannst hier nochmal was Frühstück servieren, mäßiges. Hawaii-Toast im Frühstück. Alles klar. Wobei wir nehmen Hawaii-Toast. Unsere Lady möchte ja immer wieder Hawaii-Toast essen. Deswegen müssen wir das eben auch immer wieder geben. Sie hat es ja als Nebenlaufbahn, glaube ich, mittlerweile. Ne? Ja. Ich hatte das mal bei ihr als Haupt. Ich weiß gar nicht, wann ich das geändert hatte. Wie ich das geändert hatte, vor allen Dingen. Naja, egal. So, es wird langsam hell. Ja, seht ihr das? Irgendwie, das ist so cool. So langsam dämmerig hier hinten. Pia lernt und lernt und lernt und macht Hausaufgaben kräftig. Ich glaube, die geht heute ganz genervt in die Schule, aber das ist mir jetzt auch egal. Magenknurren? Oh nein. Echt jetzt? Moment. Lieferant? Nee, nee, lass die Ronja erstmal. Vor allen Dingen, die Ronja müsste jetzt doch eigentlich im Bett liegen, oder nicht? Also. Lebensmittel? Die schläft. Okay, Pia. Ach, das reicht doch, Mensch. Meine Güte. Ja, sie braucht jetzt dann doch ein bisschen Spaßlevel. Aber ich glaube, sie hat die Hausaufgaben noch nicht geschafft. Wie viel haben wir denn? Noch nicht mal die Hälfte, meine Liebe. Ich muss mal gerade das da hier runterlegen. Wie viele liegen denn da? 2. Und die hat 33. Na super. Oh Gott. Also sie wird wahrscheinlich heute eher mit was... Adrian, was kommst du denn so angeschlappt? Was macht sie? Gratulieren. Hä? Zu was gratulierst du denn deinen Mann? Zieh dich mal wieder um. Komm, umziehen, Alltagskleidung. Du brauchst hier nicht mit deinen Militärklamotten hier rumlaufen, Mädchen. Und unser René? Ach, ich habe gar nicht geguckt, ob der arbeiten muss. Doch, er muss heute arbeiten. So. René, was kann ich denn noch gerade Gutes für dich tun? Du bräuchtest einen Freund noch. Hi.
Warte. Schaffst du selbst gerade noch was? Ja, weiß ich nicht. Wir rufen mal die Silke Sieper an. Vielleicht kriegen wir die noch. Und Jessica, hol doch mal bitte. Nimm die Lieferung einmal an. Wen fütterst denn du? Oh. Roxanne. Jetzt leg Roxanne bitte aber nicht auf den Boden, wollte ich noch sagen. Oh, Pia. Pia, gehst du in die Schule hier? So sieht's ja ganz gut aus. Silke, wollte ich anrufen? Plaudern. Dann leg wenigstens deine Roxanne wieder ins Bett. So, während du dann die Flasche wegwirfst und nach unten gehst und die Lieferung annimmst, wollte ich sagen, aber irgendwie, achso, die steht da. Reinbringst, die Lieferung reinbringst. Was liegt denn da alles? Recyceln. Reinbringen, recyceln. Es liegen jetzt schon 3 Zeitungen hier draußen. Ach ja. So, das kannst du mal weglegen und einmal kannst du was essen. Und unser René. Du kannst mal hier noch Windeln wechseln, bevor du zur Arbeit gehst. Das könntest du ja noch schaffen. So, und ich muss mit Jessica irgendeine Freundschaft schließen. Damit er vielleicht mit Gunnar. Damit er so ankommt, dass er dann halt befördert wird. Weil er möchte ja die Abenteuerkarriere erklimmen. Und ist eigentlich ganz gut auf dem Weg. Wo bringst du denn das hin? Du hast sie hier unten im Kühlschrank, Milady. Oh, Mensch. Ach, und du legst das Kind wieder auf den Boden. Also ihr seid mir echt eine Familie. Eieieiei. Mann, Mann, Mann. So, René geht auf Arbeit. Ja. Beeilisch. Und Jessica, einmal was essen. Post kriegen wir gerade auch noch. So, was habe ich gesagt? Den Gunnar, damit wir noch einen Familienfreund mehr haben. Ach, so ein Mist. Jetzt ist er nicht zu Hause. Und die anderen brauchen sie ewig lange. Das ist doch doof. Noah Kreimer. Nein. Du hast oben doch einen. Nach Roxanne 10. Wobei, nee, ich hab hier gar keine, oder? Doch, ich habe hier einen. So, es möchte ins Bett, hat gar keinen Hunger. Guck. Schlafen. Roxanne will schlafen. Und die Ronja? Was ist denn mit ihr los? Warst du nicht die ganze Zeit im Bett? Mann, 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 Mann. Was macht er? In den Stuhl gesetzt werden. In den hier? Jetzt bringt auch noch Adrian die Kinder durcheinander. Echt krass. So, ruf du nochmal jemanden an. Lass jetzt mal Ronja in Ruhe. Die hat gerade von unserem Butler was bekommen. Und ich rufe Noah an. Och, sind die jetzt echt alle nicht zu erreichen? Manu, ich wollte doch noch einen Familienfreund haben, damit er befördert werden kann. Ist doch zum... Den hier vielleicht. Oh Mann. Das ist echt doch nicht zu glauben, oder? So, dann gehen wir hier baden, säubern. Schubble. Und einmal spielen. So, na, glücklicherweise Adrian. Upsa. Adrian geht nach oben und bringt Ronja irgendwo nach oben wieder. Ich hoffe mal, er legt sie schlafen. Ja, oder er partet sie, wie auch immer. So, ja, Jessica hat noch einen Urlaubstag genommen. Unser René ist auf Arbeit, während Pia natürlich noch in der Schule ist. Zwar halt wahrscheinlich ein bisschen mies gelaunt, weil ihr Spaß sowieso schon zu weit unten war. Ich fürchte, dass sie mal eine Note
nach unten gerutscht jetzt ist, weil sie die Hausaufgaben die zweimal nicht gemacht hat. Hier vor dem Haus hängt, liegt ein großer, was auch immer. Ich sage jetzt auf jeden Fall ein Tschüss und Goodbye und wir hören uns das nächste Mal. Ciao, eure Saki Night Owl.